Das ist Betty. Betty ist mit ihrem Gewicht nicht zufrieden und deswegen oft unglücklich. Eines Tages ist es ihr zu viel, denn sie will endlich abnehmen. Und da hat Betty eine Idee. Sie möchte ihre Ernährung ganz individuell auf ihren Körper anpassen. Eine Freundin hat ihr von einer genetischen Stoffwechselanalyse erzählt, dem COGAP-Meta-Check. Und den möchte sie jetzt ausprobieren. Dafür macht Betty einen Termin bei ihrem Arzt und kann kurz darauf zu ihm in die Beratung kommen. Der Arzt berät Betty und nimmt dann ihre persönlichen Daten auf. Schließlich macht er einen Wangenschleimhautabstrich, um genetisches Material für die Analyse zu haben. Bettys Arzt verfügt jetzt über ihre persönlichen Daten und über eine Speichelprobe. Die wird nun mit einem Barcode versehen und dadurch anonymisiert. Während Betty nach Hause geht, wird die Probe abgeholt und ins Labor gebracht. Dort werden die genetischen Daten analysiert. Mithilfe dieser Daten erstellt COGAP die Meta-Check-Auswertung. Das alles dauert knapp 2 Wochen. Da alles mit einem Barcode anonymisiert ist und COGAP über keine persönlichen Daten verfügt, ist die Datensicherheit optimal gewährleistet. Die fertige Auswertung wird nun an den Arzt zurückgeschickt. Der kann jetzt mithilfe des Barcodes die Auswertung dem richtigen Patienten zuordnen. Sofort ruft der Arzt bei Betty an, die schon ganz aufgeregt ist und sich sogleich auf den Weg macht. Betty erhält nun von ihrem Arzt sowohl die ersehnte Meta-Check-Auswertung als auch eine Beratung, wie sie Ernährung und ihr Sportverhalten am besten auf ihre genetischen Veranlagungen anpassen kann. Über mehrere Wochen hat sich Betty mithilfe des COGAP-Ernährungsportals metatypgerecht ernährt und über 10 Kilo abgenommen. Für sie kann der nächste Urlaub endlich kommen.